Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, die Sims 4. In der ersten Folge haben wir mit unserem minimalen Budget jetzt dieses Haus gebaut. Ist von außen noch ziemlich im Rohbau und der Mike und die Prue werden sich jetzt hoffentlich gut kennenlernen und mögen. Also sie sind einander überhaupt nichts. Und mein Grundziel, das habe ich euch in der ersten Folge erzählt gehabt, ist, dass wir versuchen, dass die zwei heiraten werden, dass wir eine Familie gründen mit einem schönen Stammbaum, natürlich mit sehr gut erzogenen Kindern. Und das setzt natürlich voraus, dass sie sich kennenlernen und da werden wir jetzt nämlich gerade dran beginnen. Hoffentlich lockere Unterhaltung. Also da werden wir jetzt wirklich daran arbeiten müssen. Ja, magst du Panzer? Wir haben schon eine Charisma-Fähigkeit. Techtelmechtel, oh Gott, das geht ja ab. Die ist, ja, die geht dran. Flirten? Ich weiß halt nicht, wie er darauf einsteigt. Ich habe sie jetzt nicht so extrem angepasst. Schon, dass er auch familienbewusst ist und dass das Interesse natürlich bei der Familie liegt. Aber dass sie gleich so rangeht. Alles klar. Fragen wir ihn, ob er überhaupt Single ist. Ist er natürlich. Aber sie sollen. Sie fragt gar nicht. Hey, hallo? Flirten. Und wir müssen jetzt da wirklich. Oh, ja, der geht voll drauf ein. Alles klar. Techtelmechtel mit jemandem. Ach du Scheiße, wie mache ich das jetzt? Hände küssen? Geht das? Der. Okay, das könnte tatsächlich hinhauen. Also, ich habe ja so ein bisschen schon mal reingeschaut gehabt. Also, jetzt nicht mit Ihnen, sondern mit einer anderen Familie. Und das war schwieriger. Ich habe mir erst überlegt, nur mit einem Sim anzufangen und dann habe ich getestet, wie es ist mit zwei und da passiert natürlich einiges mehr. Und bei den zwei, die ich vorher gespielt hatte, war das einiges schwieriger. Oh, war ja. Okay. Eigentlich kennen sie sich gar nicht. Was können wir denn? Können wir schon Techtelmechtel haben? Was habe ich denn hier für zwei Sims hergestellt? Erotischer Austausch. Alles klar, also sie wäre ja bereit, ne? Jetzt werden wir mal gucken, ob er vielleicht mehr Auswahl hätte. Baby machen? Wir bitten sie gleich, die Freundin zu sein. Genau, wir machen das alles im ersten Tag, ne? Alles klar. Oh, ja, ich mag dich. Techtelmechtel! Go, go! Alles klar. Dieses Spiel ist jetzt ab 18. Oder? Und zwar jemand da. Mist, und die. Hol die Kerzen raus. Sorge für Romantik. Prue und Mike haben das erste Techtelmechtel. Alles klar. Ihr müsst kurz warten. So. Nachbarn hereinbitten. Gib Gas! Komm. So lange kannst du nicht. Komm.
Wir haben Besuch, Mensch. Und sie mögen sich so sehr. Hey, nicht pennen! Komm, komm her. Die mögen Mike nicht. Das ist schon so ein bisschen ein Angeber, ne? Aber eigentlich habe ich doch den... Was habe ich denn dem jetzt genau... Habe ich da was falsch eingesteckt? Moment. Ein Genie, fröhlich, familienbewusst und häuslich. Was macht denn das Genie? Häufig konzentriert, können mit anderen Ideen teilen, wirken womöglich verstimmt, wenn sie ihre Mentalfähigkeiten eine gewisse Zeit nicht verbessert haben. Aber er ist echt romantisch, ne? So, wir blenden jetzt mal die... Na klar, der geht... Was ist denn mit dem los? Der weint. Hey, komm. Mal vorstellen. Was ist denn mit dir? Ah, du bist hier am Üben. Herr Müller. Haben Sie schon geputzt? Und den Müll rausgebracht? Nee, ich habe ein bisschen Sport getrieben. Mit dem Handy gespielt. Ja, also hier ist wirklich schön. Es ist viel zu heiß für Fliegen und Insekten. Ach ja, ich bin übrigens die Prue. Also eins will ich ja sagen, ne? Den Müll habe ich rausgebracht. Also ich staune gerade. Ich bin gerade echt im Staunen, weil, wie gesagt, ich habe es ja heute... Boah, das knallt hier. Hund und Katze haben gerade Ghetto hinter mir. Gerade zusammen im Spiel. Und ich habe heute Nachmittag eigentlich dieselbe Sim erstellt. Also wie sie jetzt die Prue ist, mit denselben Eigenschaften. Du bist so traurig, oh mein Gott. Mit denselben Eigenschaften, eben auch das Familiäre, das Ordentliche. Und diese Sim ist ganz anders. Die ist viel anders jetzt. Schon nicht bei ihr die gleichen Eigenschaften gewählt habe, wie bei der, die ich heute Nachmittag gespielt habe. Das ist krass. Oh, sie ist echt traurig. Scheidende Liebe. Prue hat die Liebe ihres Lebens beim Flirten mit jemand anderem erwischt. Ist das eine unbedeutsame Sache oder verliert dieser Sim das Interesse? Oh. Nein, wir trennen uns nicht. Wir werden darüber sprechen jetzt. Der hat jetzt mit dem geflirtet oder was? Der sitzt auf dem Klo. Hey. Papa Moi Zirkzel? Philpin. Sublur. Oh. Also ich hoffe nicht, dass der uns da einen Strich durch die Rechnung jetzt macht. Wenn der da mit allem rumflirt, sogar mit Männern, das ist ja krass. Vielleicht sollte sie diesen Herrn Müller auch uns ein bisschen besser kennenlernen. Wir gehen um Rat bitten. Das ist ein alter Mann, ne? Der wird ja wohl Rat wissen. Für so eine junge Erwachsene und liest stinkfrecht unsere Bücher. Alles klar, Herr Müller. Was soll ich gerade sagen, der geht doch nicht aufs Klo. Wo, schaut mal hier im Spiegel, das ist ja krass. Die Spiegelung. Ey, wie geil ist das denn? Okay. Aber ich habe sie nicht, sie ist eigentlich nicht eifersüchtig. Man konnte diese Eigenschaft auch so einstellen, aber eifersüchtig habe ich nicht gewählt. Techtelmechtel, Technik kritisieren? Sie ist ja voll niedergeschlagen, ist ja krass. Norb!
Oh oh. Prof Pompey. Wir müssen uns entschuldigen. Shirsha Gibaru, Quinn Harb. Oh, ich hoffe, dass. Oh nein. Was stimmt denn mit dir nicht, Mensch? Versuchen aufzumuntern, Mike, das geht doch gar nicht. Kannst doch nicht sowas abziehen hier. Hey. Komm schon. Ja, ich würde es auch sagen, knuddeln. Aber der hat echt jemanden anrufen. Was sind denn noch? Eine Spülmaschine kaufen. Erster Kuss. Das könnte. Das könnte so ein bisschen schwierig werden. Der wird mir wahrscheinlich das Leben schwer machen. Wahrscheinlich sind wir am Schluss alleinerziehend mit 10 Kindern. Entschuldigen im Bett. Oh Scheiße, was geht hier ab? Schon die ersten Dr. Sommer Probleme. Oh shit. Kitsuni Jalurba. Yakalau. Sublurf. Harfin? Finish Garpo. Larkin Fridge. Wogra, Vimpa. Scheiße. Okay, das. Das wird echt. Das können wir. Wir werden freundlich sein. Umarmen? Geht es noch? Paulina. Ihr seid doch nicht dicht, ihr zwei. Wieso seid ihr so böse? Bleiben entschuldigen, erschrecken. Können wir jetzt wieder. Oh, nein, das hat so gut angefangen. Ich dachte schon, dass das klappt so gut. Okay, wir müssen jetzt dann auch mal gucken, dass die beiden irgendwie arbeiten gehen. Dazu müssen wir hier Job suchen. Oh je, das wird eine harte Nuss, der Mike. Und sie ist natürlich auch übersensibel. Okay. Was wollen wir machen? Verbrecherin. Verbrecherin. Nicht jeder Sim will sich an die Regeln halten. Als Kriminelle kannst du jede Menge Simulons scheffeln und Spaß haben. Wollen wir das? Wir riskieren das, ne? Solange noch keine Kinder da sind. Die Unerbittliche. Okay, wir haben noch nie frei. Oh. Doch. Und wollen wir ihn als Verbrecher? Wir machen ihn. Denn wenn sie dann Kinder hat, kann sie beruhigt zu Hause bleiben. Und dann wird sie erstmal. Was wollen wir? Sie geht kochen. Das ist ja immer sehr gut, ne? Kochen, wenn wir Kinder planen, Familie. Und auch er soll einen Job suchen. Ich glaube, bei ihm nehmen wir Verbrecher. Das wäre witzig. Die ist immer noch niedergeschlagen. Unglaublich. Okay, komm, wir versuchen. Das habe ich noch nie versucht. Was? 9. Harter Kerl gesucht. Deswegen kriege ich nur 9. Was gibt es denn noch? Geheimagent. Buchhalter der Agentur. Poststellenkraft. Shit, war das bei ihr? Doch, wir versuchen das. Wird dann hoffentlich. Hoffentlich, dann sollte er vielleicht joggen gehen. Sie hat sich scheinbar beruhigt.
Könnten wir jetzt vielleicht noch ein Kochbuch kaufen? Fähigkeit. Sie könnte mal so ein bisschen anfangen mit Lesen. Wo ist das jetzt? Hier. Oh, ich habe ihn ausgewählt. Ich Blödmann. Natürlich nicht lesen. Das ist ja, ich glaube, echt noch wichtig, dass sie da ihre Fähigkeiten so ein bisschen... Die ist immer noch traurig. Verschiedene Trainingsarten und Trainingsgeräten zum Nutzen mit stetigen Fähigkeiten-Level werden fortgeschrittene Fitnessübungen freigeschalten. Ach, sehr gut. Okay, wo ist denn der? Ist der immer noch unterwegs irgendwo? Alles klar. Kann sie denn... Nee, kann sie nicht. Ich dachte, vielleicht jemand anrufen. Wie schaut es denn hier aus? Ist eigentlich alles im grünen Bereich noch? Okay, spulen wir ein bisschen vor. Danke für die Bestellung. Kaufen Objekte. Ach so, das Buch? Da ist er. Macht er nur für sich was? Hey, du Egoist. Wohnst hier alleine, ne? Alles klar. Aktion Joggen gehen, an die Grenzen gehen. Aktion. Das weiß ich nicht. Was ist das, die Runden bilden? Was bedeutet das? Runden dürfen nur aus bis zu 8 Sims bestehen. Aber ich verstehe nicht ganz, was es auf sich hat. Vielleicht kann mir das jemand in den Kommentaren schreiben. Wie gesagt, ich habe sehr lange nicht bei Sims gespielt und heute einfach so das Grundspiel wieder angeschaut, bevor ich hier gestartet hatte. Jetzt haben wir nicht so viel Geld, weil ich dachte gerade, wir könnten unter Umständen ein Fitnessgerät kaufen für ihn, damit er... Oh Gott, die ist echt psychisch gestört. Mike küssen, ja dann küss ihn doch, du Idiot. Geht gar nicht. Wir können ihn nicht. Die ist so scheiße eifersüchtig. Hände küssen, einen Kuss hauchen. Flirten. So. Die ist ja echt voll durch. Was habe ich denn hier für Sims erstellt? Aber trotzdem, wie ich sagte, es ist schon... Ach komm schon, du willst es ja. Küss sie. Du willst es und bist du wieder happy. Oh, dann mach noch zickig. Flirten, jetzt müssen wir Gas geben, damit wir sie aufheitern können. Knuddeln. Sie geht gar nicht mehr. Gar nicht mehr drauf ein. Scheiße. Wieso? Seid froh, habe ich nicht gleich gesagt, ein Baby. Okay, dann beginnen wir das Spielchen jetzt von vorne. Klar, es kann natürlich auch wirklich sein, dass es einfach nicht funktioniert zwischen denen. Sieht die jetzt... Tratschen, also wir müssen irgendwie versuchen jetzt nochmal das zu kitten. Das war meine größte Sorge, dass es dann nicht funktioniert zwischen den zwei. Aber dass es so schnell so positiv ist und dann plötzlich düsteres Kompliment machen, um Verabredung bitten. Okay, jetzt, ich glaube, wann muss der los? In 20 Stunden. Das ist vielleicht gerade so ein bisschen blöd, ne, wenn wir da noch... Eigentlich sollte er, ich glaube, duschen, Energie... Wie schaut es mit ihr aus? Die ist ja absolut durchgeknallt, ey. Sowas von. Okay. Ja, bei
beanspruchen, ist auch scheiße. Geh ins Bett. Bitte was? Wie blöd seid ihr denn? Aufwecken. Oh Gott. Um Bestätigung bitten. Der braucht das. Vielleicht sollten wir auch so ein bisschen Charisma üben. Was müssen wir noch machen? Ich vergesse da immer so ein bisschen. Sie aufmuntern. Polizistenwitz. Witz erzählen. Alles klar. Knuddeln. Okay, hat funktioniert. Jetzt müssen wir sie noch so ein bisschen mal küssen. Immerhin sind sie zusammen noch, also aber die Option von ihrer Seite aus ist halt schon verwerfen. Moment, was muss ich denn hier? Okay, Moment, ist sie glücklich? Jetzt, ich werde noch nicht zu grob reinfunken. So, sie schlafen gehen. Wir schauen, dass er noch irgendwie was... Der, Fresssack. Hunger, Hygiene. Okay, dann solltest du vielleicht noch duschen gehen und dann auch ab ins Bett. Ab ins Bettchen. Alles klar. Jetzt hoffe ich, der nächste Tag bringt uns ein bisschen mehr Glück mit den zwei. Also das wird ziemlich ein harter Nuss wahrscheinlich, was ich da geplant hatte. Und das lief so gut nachmittags. Ich dachte, das ist so ein Kinderspiel, aber es ist es nicht. Es ist wirklich jedes Mal anders. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Sims 4. Und hoffentlich mit größerem und besserem Erfolg, dass die zwei sich da wieder ein bisschen besser verstehen. Schön, wart ihr mit dabei und bis dann. Tschüss.